Okay. Irgendwas mit der Verbindung. Ich muss leider noch mal live gehen. Also leider. Das hier ist mal ein kleines Muster mit einem Rapport von 9 Maschen und 6 Reihen. Und wer sowas hat und eine 940er oder 930er Maschine, der kann das auch eingeben ohne ein DK. Manch einer weiß es, manch einer nicht. Ich habe die Maschine mal angemacht und wir gehen mal auf Input. Und da leuchtet eine Zahl, die heißt 901 in dem Fall. Das ist dein Mustername für diesen Moment, für das, was wir jetzt eingeben. Wir gehen auf Step und dann fragt die Lampe, das S, wie viele Stiche sind das? Ich habe ja gesagt, der Rapport hat 9 Maschen. Also sage ich mal 9. Dann gehe ich auf Step und jetzt möchte die Maschine wissen, wie viele Reihen wir brauchen. Da lösche ich diese große Zahl, die jetzt da drin ist, auf CE und gebe meine 6 Reihen ein, also 6, und mache wieder Step. Jetzt geht's los. Wir sind jetzt bei Reihe 1. Und jetzt folgen wir diesen Farbfeldern. Also 1, 2, 3, 4, 5 mal schwarz, einmal weiß und dreimal schwarz. Und da haben wir diese Tasten hier oben. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal weiß. 1, 2, 3. So, dann gibt es einen etwas längeren Piep, das heißt, er ist fertig mit dieser Reihe. Jetzt gehen wir mit der Pfeiltaste nach oben. Jetzt geht es in die zweite Reihe. 1, 2, schwarz, ein weiß, ein schwarz. 1, 2, 3, weiß, ein schwarz, ein weiß. Langes Piep, eine Reihe weiter. 2, 3, schwarz, ein weiß. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und noch ein und ein schwarz. Jetzt sind wir in der vierten Reihe. 2 schwarz, ein weiß, ein schwarz, 3 weiß, ein schwarz, ein weiß. Jetzt gehen wir in die fünfte Reihe. 1, 2, 3, 4, 5 schwarz. Ein weiß, 1, 2, 3, schwarz und jetzt ab in die letzte Reihe. Ein schwarz, ein weiß, zwei schwarz, ein weiß, ein schwarz, ein weiß, zwei schwarz. Fertig. Jetzt braucht man das Input nur noch raustun. Und dann sind wir schon bei Reihe 1. Wir machen Kontrolle, Step 901, Step. Warum da jetzt eine 4 steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir sind jetzt bei der grünen Taste. Also das weiß ich mal wieder nicht. Das wird sich schon noch rausfinden. Also alles, was ich gemacht habe, das ist ein Pepita oder Glencheck-ähnliches Muster. Also viel Spaß dabei.